Oh ja, es gibt ein neues Faktenvideo über die Horcruxe und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einem, ja, neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Da euch der erste Teil zu diesem Faktenvideo sehr gut gefallen hat, dachte ich mir, ich bringe jetzt mal den zweiten raus und es sind einige sehr spannende Fakten dabei. In der Hoffnung, dass es euch gefällt, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Fakt Nummer 1. Was genau benötigt wird, beziehungsweise was man tun muss, um einen Horcrux zu erstellen, war lange Zeit ein gut gehütetes Geheimnis von J.K. Rowling. In einem Interview vom 30. Juli 2007 sagte sie, dass sie uns womöglich nichts sagen könne, da einige Dinge besser ungesagt bleiben sollten. Zum Glück hat sie ihre Meinung dahingehend geändert. Fakt Nummer 2. Wie im ersten Faktenvideo zum Horcrux bereits gesagt, gibt es kaum veröffentlichte Schriften, die Horcruxe thematisieren. Doch trotz dessen gibt es eine metaphorische Erwähnung, ausgerechnet innerhalb der Märchen von Beedle dem Barden, genauer im Märchen des Hexers Haariges Herz. Dieses dunkle Märchen beschreibt die Geschichte eines reichen Hexenmeisters, der sein Herz entfernte und es aufbewahrte, damit er nicht der Schwäche der Liebe verfiel. Eine ziemlich deutliche Metapher auf die Wirkung und Beschreibung eines Horcrux. Fakt Nummer 3. In den Büchern wurde festgestellt, dass Voldemort die Zerstörung eines Horcrux nicht fühlen kann. Ein Punkt, der in den Filmen nicht nur ignoriert, sondern komplett gegenteilig in Szene gesetzt wurde und Voldemort jedes Mal eine schmerzhafte Reaktion zeigte, wenn ein Stück seiner Seele vernichtet wurde. Fakt Nummer 4. J.K. Rowlings wortwörtliche Definition des Horcruxes lautet wie folgt. Ich zitiere: Ein Gefäß, das durch dunkle Magie hergestellt wurde und in dem ein dunkler Zauberer absichtlich ein Fragment seiner Seele versteckt hat, um Unsterblichkeit zu erlangen. Weiter geht es mit Fakt Nummer 5. Laut Albus Dumbledore ändert die Zerstörung des Horcruxes nichts an der Intelligenz oder Macht des Erschaffers. Fakt Nummer 6. Neben all den anderen Auswirkungen eines Horcrux sorgt er auch noch dafür, dass der Erschaffer selbst nicht weiter altert, solange seine Horcruxe existieren. Fakt Nummer 7. Dumbledore täuschte sich anfangs in der Ansicht darüber, wie Horcruxe genau hergestellt werden. So dachte er einige Zeit lang, dass die Morde zur Herstellung des Horcrux bedeutsam sein mussten. Dies war allerdings ein Trugschluss, da lediglich ein Mord unternommen werden musste, jedoch völlig unabhängig davon, ob bedeutsam oder nicht. Fakt Nummer 8. Die Idee des Horcrux-Tagebuchs von Tom Riddle entstammt tatsächlich der Inspiration von Rowlings Schwester. Wörtlich erklärte Rowling, ich zitiere: Meine Schwester hat ihre innersten Gedanken ihrem Tagebuch gewidmet. Ihre große Angst war, dass jemand es lesen würde. So kam mir die Idee eines Tagebuchs, das selbst gegen sie ist. Fakt Nummer 9. Dass Tom Riddle im Film zu Harry sagte, er könne den Basilisken auch mit Hilfe von Parsel nicht kontrollieren, ist ein reiner Filmdialog. Ein problematischer wohlgemerkt, denn genauso wie Tom Riddle nur ein Horcrux bzw. Seelenfragment war, war Harry auch einer und hätte so eigentlich ebenfalls Kontrolle über den Basilisken haben müssen. Es ist aber auch möglich, dass Tom verhindern wollte, dass er es weiter versucht. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 10. Daniel Radcliffe ist ein großer Fan der Theorie, die besagt, dass die Dursleys deshalb so gemein zu Harry waren, weil dieser ein Horcrux war. Denn wie wir wissen, hat er Einfluss auf die Empfindung derer um ihn herum. Ja, das waren meine 10 neuen Fakten über den Horcrux. In der Hoffnung, dass vielleicht der ein oder andere dabei war, den ihr noch nicht kanntet, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht auch ein Abo auf meinem Logo freuen. Unten in der Ecke findet ihr eine Playlist mit ganz vielen weiteren Harry Potter Faktenvideos, die ihr gerne mal abchecken könnt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!